Hey ho, heute gibt's einen AWWM-Topf aus dem Dutch Oven. Was das ist? Na ganz einfach, alles was weg muss. Vielleicht haben wir ja ein bisschen gemogelt und nicht alles müsste jetzt sofort weg, aber so wird's bestimmt besser. Gehen wir rüber und gucken mal, was alles da liegt, was wir noch so zusammengerottet haben und ja, was wir dazugelegt haben, einfach, dass es besser wird. Attacke. Tja, Freunde, wer kennt das nicht? Bevor man sich umschaut, flackt wieder ein Haufen Zeug rum, was noch übrig ist, was man nicht verarbeitet hat. Und ja, das machen wir heute jetzt. Eigentlich hätten ja die Champignons auch dabei sein sollen, aber ja, die haben wir lieber entsorgt. Die Cherry-Tomaten habe ich noch, ein paar Möhrchen, ein bisschen am Bacon, Frühlingszwiebelrest, zwei Wienerle sind hier noch drin. Ja, das haben wir dazu gemogelt, war eingefroren, ist immer noch leicht gefroren, aber im Dutch Oven wird es dann schon auftauen. Die Bullseye-Soße ist ja auch noch nicht so alt, aber ja, mit der schauen wir, dass wir Geschmäckle reinkriegen. Die fülle ich dann noch mit Wasser auf, tue sie schön aufschütteln, dass sie leichter rausgeht. Dann haben wir ein paar Zwiebeln, ein paar Kartoffeln. Hier habe ich noch einen Rotwein gefunden. Und ja, schauen wir mal, ob wir die heute wieder verwenden. Und wir schnibbeln das jetzt alles, schmeißen das eigentlich hier relativ alles zusammen in eine Schüssel. Oder fast, vielleicht auch zwei Schüsseln. Und dann sehen wir uns dann auch schon draußen. Ja. Am Topf. Aber ich zeige es euch trotzdem noch geschnibbelt an. Ob ich jetzt direkt draußen vor der Tür oder in der Grillkota bin nachher, weiß ich jetzt noch nicht einmal. So Freunde, um es zu vereinfachen, ich habe einfach alles hier klein geschnibbelt in den Pott rein und den nehmen wir komplett mit raus. Brauchen wir gar nicht so viel schleppen. Deckel dabei drauf. Ja, Hackfleisch, wie gesagt, ist noch leicht gefroren. Werden wir ja, damit man es wieder sieht, schon lange abgelaufen, aber wie gesagt, war gefroren. Und ja, das tauen wir dann im Topf auf. Die Soße habe ich jetzt auch schon verdünnt mit Wasser. Den Rotwein nehmen wir mit raus. Die nehmen wir sicherheitshalber, wie gesagt, auch mit raus. Und noch ein Wasser. Das ist alles, was wir mit rausnehmen, außer natürlich den Topf. Attacke, gehen wir. Ich glaube, ich gehe doch in die Kota. So, Freunde, hierin werden wir. Und ich habe schon lange mal Prost gesagt und einen Kaffee getrunken. Heute ist es der FT 4,5 geworden. Der muss mal ausreichen. Stellen wir gleich mal drauf. Öl rein zum Heißwerden. Das Schöne in der Grillkota ist ja, dass ich da die Kohlen unten ein bisschen dichter legen kann, weil ja der direkte Zug von unten nach oben kommt. Hier hinten sind unsere Zutaten. Ob wir nachher noch Salz, Pfeffer, Haumichtrot brauchen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir dann schon mal rausfinden. Dann reißen wir mal unser Hack auf. Schmeißen das schon mal dann rein. Ein bisschen angetaut ist es ja schon. Ich habe noch eine extra Schüssel mitgebracht, wo wir dann das ja, angebratene Zeug dann da rein wieder rausholen können. Die Blutstür da draußen regt mich auch auf, weil die dauernd zugeht. Einfach ab und zu umdrehen, dann funktioniert das genauso. Und so lassen wir das jetzt erstmal auftauen und gleichzeitig anbraten. Und danach geht es für euch mit der Szene weiter. Aber in der Zwischenzeit, Cam auf mich, habe ich die Cam wieder nicht angehabt. Ich werde wahnsinnig. Ah, Leute, eigentlich hätten wir ja das Wochenende Besuch gehabt. Oder von heute weg, von Donnerstag weg, über das ganze Wochenende, über das Osterwochenende. René und Carina waren vorbeigekommen, da hätte es was ganz was anderes zum Essen gegeben.
aber ja, scheiß Corona. Kann man nichts machen. Und warum mache ich jetzt heute so einen Topf? Komm rein! Nimm den Schrott endlich mit! Fahr gleich rein! Jo, mein Schrottdammler wieder mal. Endlich nimmst du den Schrott mit. Sehr geil. Hä? Oh. Mann. Erst nächste Woche holt das dein Schrott ab. Gut, wie gesagt, ich habe zu Schatzi gesagt, was machen wir zum Essen? Sie, keine Ahnung, weiß nicht. Dann habe ich gesagt, gut, ich schaue, was da ist. Ja, und genau das habe ich gemacht. Aber jetzt guck mal darüber, drehen wir wieder um, schaben wieder ab und dann geht's weiter. Oh, das löst sich sogar schon komplett auf mittlerweile. Schön anbraten. So Freunde, und wenn es leicht anfängt unten anzusetzen, also sprich, dass es schön braun und kross und knusprig wird, haben wir unser Ziel erreicht. Ja, dieses Mal mag ich es so haben. Dann schnappen wir uns unsere Schüssel. Und tun das alles raus. Ich glaube, ich ziehe da Schutzbrille an, so wie das spritzt hier. Hey. Ja. Au! Oh, Scheißdreck! Oh. Scheiß auf dem Rest, was drin ist. Kommt gleich die nächste Ladung rein. Oh. Ja, und das braten wir auch portionsweise an. Ja Leute, ihr habt es selber gesehen, Topfen kann auch gefährlich sein. Das mache ich jetzt eben, wie gesagt, portionsweise, bis wir die Schüssel durch haben. Ich denke auf dreimal und ja, danach hole ich euch wieder hinzu. Mir brennt jetzt mein Unterarm. Oh, scheiße, Mann. So Freunde. Das war jetzt die zweite Ladung, die können wir jetzt auch rausnehmen. Und dein Marshmallow brennt gleich ab, weil es in die Kohle reinfällt. Jo. Schatzi röstet sich hier unten nebenbei in Marshmallow. So. Und ich hole jetzt die zweite Ladung raus und dann kommt die dritte und letzte rein, wo man dann wieder alles zusammen in den Topf rein. Hilfe! Jetzt hast du es in den Dreck geschmissen. Oh, Scheiße. Ich ja voller Asche, das kann ich gar nicht mehr essen. Ja, dann nehmen wir neues. Es kommt davon, weil man beim Marshmallow-Rösten mit dem Handy rumspielt. So Leute, dritte und letzte Ladung. Und wenn die soweit gut ist, können wir dann den kompletten Rest wieder hinzufügen. What is this? Ja, alles was rumgeflogen ist. So Leute, dritte Runde. Würde ich sagen, auch beendet. Da schmeißen wir unser ganzes Zeug wieder rein. Inklusive den Spritzehack. Obwohl er das Gemüse vorher auch komisch, aber seltsamerweise so gespritzelt hat. Und dann löschen wir erst einmal ab mit einem ordentlichen Schluck Rotwein. Für den Rest auch noch rein. So, Schatz nickt, dann hauen wir das auch noch rein. Ich habe mein Marshmallow nicht fertig. Der bewegt sich da drauf. Dann tun wir unsere verdünnte Barbecue-Soße gleich mit hinein. Noch ein bisschen mit Wasser angießen.
verdunstet doch eh. Wenn das zum Kochen anfängt, dampft alles wieder raus. Mein Schatz, das ist nicht wie bei dir in der Küche. Ob man jetzt dann eben noch die Delikatessoße zum Braten später brauchen, weiß ich noch nicht. Aber jetzt tun wir erstmal einen Deckel drauf. Das Ding wäre auch fast wieder drin gelandet. Und ja, lassen wir es jetzt noch für eine gute Stunde stehen. Jetzt haben wir es genau 17, 59, 38, 39, 40, also 18 Uhr bis 19 Uhr Minimum. Und dann gucken wir nach, ob es fertig ist. So, Freunde, eine halbe Stunde später, es blubbert und brodelt. Ich werde jetzt ganz einfach mal reinschauen und mal einfach die Soße probieren, ob wir jetzt von dem anderen noch was brauchen oder nicht. Abtropfen lassen. So, oder leer. Ich glaube, ich kann unten sogar noch ein paar Kohlen rausnehmen. Ich glaube, am Tisch nachher noch ein bisschen Salz und ein Pfeffer und gut ist. Da werde ich jetzt gar nicht mehr so viel hinzutun. Jo. Und ich denke, bis wir das dann essen, ist das auch noch ein bisschen weiter einreduziert und passt dann perfekt. Ja. Leute, dann schmeiße ich das einfach wieder in den Schrank. So Leute, nicht ganz eine Stunde später, 8 Minuten fehlen noch. Aber hey Mann, ich habe Hunger. Ich schnapp mir jetzt einfach mal mein Probiererle. Au, so, Deckel auf die Seite. Na, komm her, du. Einfach mal mitten rein, statt nur dabei. So, kleines Probierle. Und die machen wir dabei wieder zu. Und hier rein ein bisschen Salz und Pfeffer oder Salz und Pfeffer. Das kann dann eben jeder für sich selber entscheiden. Und ich muss mir nicht anhören, dass ich es versalzt oder verpfeffert habe. Haha, schlau, oder? So, aber jetzt noch ganz kurz abkühlen lassen. Bevor wir jetzt wieder die Gosch verbrennen. Mir reicht schon, dass ich ihr die Spritze abgekriegt habe. Ich glaube, hier jetzt in der Cam sieht man, wo bin ich denn? Unterhalb vom Daumen. Ach, scheiß Zoom. Ja, also hier rum, Fettspritzer drauf, brennt immer noch, aber damit muss ich wohl leben. Zu heiß, warten wir noch einen Augenblick. Ja, und warum das Video noch? Also nicht nur, weil alles weg musste, sondern auch, um euch Mut zu machen, sowas nachzumachen. Ja, man könnte ja noch eine Dose Bohnen mit reinschmeißen. Oder. Ja, ich weiß, ich sehe schrecklich aus. Rasieren könnt ihr ja auch mal wieder. Kommt schon um die Tage. Ja. Jetzt muss ich nur noch abkühlen. So. Kann man sehen, ohne dass ich es auskippe. Moment, mach mal anders. So sieht man's. Boah, das sieht doch mal richtig lecker aus. So, aber jetzt genug gewartet.
Oh ja. Warum ist das Zeug immer so heiß? Eine kleine Probierportion. Kartoffeln sind noch schön bissfest. Karotten sind auch durch. Schmeckt schön nach der Barbecue-Soße. Wunderbar. Ja, dann werde ich jetzt dann den Topf gleich reinbringen, nachdem ich mein Probiererle-Schälchen gegessen habe. Wir werden drinnen schön gemütlich essen. Und ja, und ich hole sie raus, die zwei Mädels. Schauen wir mal. Und dann werde ich von denen noch ein Fazit verlangen. Hinter der Kamera, leider. Egal. Leute, wir sehen uns nachher noch. Kommt ihr raus zum Essen? Nein, also jeder von euch, also nur für mich, für euch braucht ja jeder noch eine Schüssel oder einen Teller und einen Löffel. Ja, und bitte mein Cola, und bitte mein Cola mitbringen, was auf dem Tisch steht. Danke, bis gleich. So einfach geht es, muss ich den Topf nicht extra neu schleppen. Bitte schön, mein Schatz. Oh, schaut so gut. Was ist denn das eigentlich für ein Buch, was da drüben liegt? Was für ein Buch? Dutch Oven. Die Lodge-Bibel. Da ist die hingekommen. Ja. So, dann wünsche ich euch mal einen guten Appetit. Hier habt ihr noch Salz und Pfeffer. Dankeschön. Muss man auf alle Fälle noch. Echt? Ja. Habe ich ja nichts rein. Wie, du hast nichts rein? Kein Salz, kein Pfeffer. So, jetzt kann ich meine Schüssel auch voll machen. Und ich glaube, das essen wir sogar heute alles auf. Ah, Pet kommt auch noch, gell? Ja. Die Brei hat auch noch eine Schüssel voll. Das weiß ich nicht, ob das da ausreicht. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Also ich persönlich fand es richtig lecker. Auch diese Bulleissoße, diese Honey, die hat da richtig gut dazu gepasst. Bisschen Salz und Pfeffer natürlich noch hinterher. Und richtig geil. Richtig geile Resteverwertung. Habt's Mut, macht's es einfach auch. Besonders wenn Schatzi mal sagt, keine Ahnung, was wir machen. Das stimmt gar nicht. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es nämlich halt gebratener Leberkäse mit Spiegelei und Kartoffelsalat geben. Ja, aber das wollte ich nicht. Eben. Ja, also Rest. Aber sag nicht, ich hab nicht gesagt. Ich weiß nicht was. Du bist unglaubwürdig, Michi. Das war das Erste, was ich gesagt hatte. Okay, Saskia, wie hat's dir geschmeckt? Ich bin voll gegessen. Voll gegessen, voll also, gefressen, voll ja. Gemampft, voll gefuttert. Also es war echt gut. Okay, Schatzi, wie hat es dir jetzt geschmeckt? Sehr gut. Diese Komposition. Weil eine Komposition wär ja nichts gewesen. Ja, mit der die Schwammerl. Die hätte auf dem Kompost gelandet. Ja, leider. Aber die hätten sich auch noch gut da drin gemacht, aber naja. War nicht mehr. Ja. War sehr lecker. Zu lange gewartet. Gut, Leute. Nein, jetzt noch ein Paprika neu schneiden müssen, aber ich glaube, die habe ich letztens schon entsorgt, was noch da rumgeflogen ist. Naja, also, habt's Mut, macht's Resteversorgung. Versorgung, Entsorgung. Verwertung heißt das. Verwertung. Okay, Resteverwertung. Haut alles in einen Topf. Haut's eine Barbecue-Soße rein. Haut's ein Gewürz rein. Macht's wie ihr wollt, aber macht's es. Also, es kommen wirklich leckere Sachen dabei raus. Gut, in diesem Sinne sage ich mal Tschaikowski und
ein Däumchen nach oben. Abo, wer es noch nicht getan hat. Es sind immer noch sehr viele, wo ohne Abo gucken. Und naja, wir sehen uns. Ciao.